Wir sind heute zu Besuch in München, um uns einen weiteren Besucher anzugucken. Der Besucher, der kommt aus Spartanburg, USA, South Carolina oder Spartanburg, wie man wahrscheinlich richtiger sagt. Warum daher? Weil dort BMW die ganzen X-Modelle zusammenbastelt. 3, 4, 5, 6 und jetzt eben auch ihn hier, den 7er. BMW sagt, sie wollen neue Maßstäbe setzen in puncto Präsenz, Luxus und Modernität. Da nimmt man den Mund ganz schön voll, aber wer abbeißen kann und auch runterschlucken kann, ne, der darf das auch. Und wir wollen mal gucken, ist es denn alles gerechtfertigt? So, schauen wir dem neuen X7 mal ins Gesicht oder sagen wir mal eher auf die Brust. Denn hier die Front, die ist halt sehr stark aufgerichtet und es wirkt fast wie eine stolz geschwellte Brust und stolz darauf sein, denn er ist jetzt das Oberhaupt der X-Familie. Und was hat man normalerweise auf der stark geschwellten Brust drauf? Genau, Nieren. Und die sind hier auch extrem groß, ähnlich wie man das gerade beim neu vom Band gerollten X5 gesehen hat. Und was hat man wiederum an den Nieren dran? Genau, Augen. Und zwar hier die Frontscheinwerfer, die sind sehr viel flacher und auch lang gezogen, was dem ganzen Auto noch ein bisschen mehr Breite verleiht. Wenn wir eh schon bei den Scheinwerfern sind, das hier ist alles Voll-LED, funktioniert natürlich wunderbar. Man kann aber auch, das wäre die Serie, optional, Achtung jetzt, Laserlicht haben, ne? In Verbindung mit adaptiven LED. Das bedeutet bei den Lasergeschichten, dass gerade bei dem Fernlicht kannst du halt mal original 600 Meter in die Ferne reinschießen. Da kannst du fast mit dem Laser die Autos wegbrennen, die dir vorher rumfahren, wenn du es dann haben willst. Dann geht's hier runter. Wir haben hier dann die auch mächtig wirkenden Chromspangen und hier wiederum ganz, ganz flach sind hier Nebelscheinwerfer eingearbeitet. Das nimmt natürlich dann wunderbar die Form auf. Auch hier wieder Chromelemente unter Fahrschutz. Und wenn man ganz genau hinguckt, hier dieses Element, diese kleinen Punkte, das sind alles die kleinen Dinge, die dann die Assistenten aufnehmen oder beziehungsweise die Assistenten erst zum Leben erwecken. Kommen wir aber später zu. Wir wollen noch einmal uns diese herrliche Niere betrachten, des stolzen Oberhaupts der X-Familie. Denn das hier ist in der Tat die größte Niere, die bisher überhaupt in der ganzen Geschichte bei BMW verbaut wurde. So, hier aus dieser Position sehen wir nochmal, wie wirklich gewaltig hoch diese Motorhaube steht. Für einige Kollegen von mir wird das bedeuten Schulterhöhe. Hier geht's gerade noch. Und wenn ich jetzt mal einen Schritt zur Seite mache, dann kommt auch der Blick frei auf die dicken Puschen. Hier sind serienmäßig 20 Zoll drauf, du kannst aber auch 21, 22 haben. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo es wirklich wichtig wird. Wir haben mal den Blick komplett auf die Seite. Das ist das, was wir jetzt sehen wollen. Auch hier wieder viel Chromspang, Chromspang unten an den Schwellern oben. Die Seitenfenster sind komplett eingemauert in Chrom. Oben die Dachreling, die kommt optional, auch in Chrom. Was aber auffällt, ist diese großen Fensterflächen, das lässt schon vermuten, wie viel Platz im Innenraum ist und dann eben auch aus dieser Position gut sichtbar, Fronttür, so für mich jetzt und hinten Hecktür so groß. Das bedeutet, diese riesige Hecktür, es gibt viel Platz im Innenraum, man hat auch einen sauberen Einstieg. Vorne geguckt, Seite geguckt, jetzt wollen wir auch noch mal hinten gucken. Was fällt da am meisten auf? Mir der dicke Hintern hier. Guck mal, wie dick der Hintern da ist. Nur, dass ich da keine zwei Auspuffrohre hinten dran habe, sondern nur eins. Hier sind zwei, quadratisch, bei mir auch ein bisschen anders. Und dann sehen wir hier, das ist wirklich das Wichtige, diese kleine Chromspange. Jetzt bin ich dem Kameramann und er schimpft bestimmt im Hintergrund aus der Schärfe gelaufen. Aber dafür ist ja die Chromspange scharf genug. Die gab es bisher nur für den 7er. Jetzt betätige ich quasi hier die Kofferraumklappe und wunderschön wird der Blick frei auf IGIT. Viel zu wenig Stauraum bei so einem Auto. Aber das liegt natürlich an dieser dritten Sitzreihe, die wir hier mit dabei haben. 326 Liter sind das, könnt ihr nicht genau sehen. Dann machen wir doch einfach mal zweigeteilte Heckklappe. Wie geil ist das denn? Dann könnte man sagen, großes Auto und Ladekante hoch. Aber auch dafür haben wir hier vorne ein Knöpflein. Ich weiß nicht, ob die Kamera es einfangen kann, aber es wird dann grün und dann fährt er dir noch mal ein bisschen entgegen, dass auch die Omi ihren Hacken-Porsche da reinkriegt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was kann er eigentlich in Stauraumvolumen? Dazu haben wir zwei Knöpflein, die halte ich und halte sie. Ich überfordere das Fahrzeug vielleicht auch, weil ich jetzt gerade zwei Funktionen zeitgleich mache, aber so bin ich halt. Hektisch, hektisch, hektisch. Also noch einmal
So, und da ist schon das Erste passiert. Jetzt kippen Sie auch, Sie kippen, Sie kippen. Und unfassbar, jetzt haben wir schon 730 Liter Stauraumvolumen. Und da vorne sehen wir die zweite Sitzreihe aus zwei Sitzen bestehend. Geht auch anders, aber wenn wir die auch noch umkippen würden, dann hast du sogar unfassbare 2120 Liter. Einfach so. So, jetzt rede ich die ganze Zeit davon, dass der X7 hier, dieses neue Oberhaupt der X-Familie, ist ein Riesenschiff, ist aber, was hat der dicke Onkel die noch nicht gemacht? Genaue Abmessung, ne? Hole ich genau jetzt nach. Jetzt gucken wir mal, was das Ding für ein Riesenschiff ist, indem ich mal einen Schritt zurückgehe und dann sieht man, hallo, wie klein ich geworden bin, ne? Das liegt daran, dass wir, Achtung, jetzt kommen Sie die Abmessung, eine Breite haben von fast 2 Metern, 1,99 ist das Schiff hier breit, dann kommt dazu eine Tiefe, Länge von 5,15 Meter. Um genau zu sein, kommt dann noch eine 1 hinten dran und dann eine Höhe von rund 1,80 Meter. Also um genau zu sein, 1,79 Meter. Und mit der Dachreling, Achtung, 3 Finger breit, genau wie ich mein Rum trinke, könnt ihr euch selber ausrechnen, was das denn in der Gesamthöhe bedeutet. Und jetzt kommen wir zu meinen favorisierten Abmessungen. Und zwar ist das hier der Radstand. Unfassbar. Also wenn man sagt, knapp unter 3 Meter Radstand, ist das schon eine richtige Ansage hier. Was glaubt ihr? Genau. 3,10,5 Meter, wenn man genau sein will. Und das bedeutet natürlich, ich bin richtig arschgespannt, da reinzuspringen und zu wissen, wie fühlt sich das da hinten an. So, und endlich sitze ich auf dem wohl wichtigsten Platz. Also je nachdem, wo man es haben will, rechts oder links, ne, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. sitze ich endlich hier, da wo du eigentlich sitzen willst. Denn Zielgruppe für dieses Auto ist eigentlich in Europa Business, Business, Business. Wohingegen in Nordamerika eher so die Familie wahrscheinlich mit einer runterreduzierteren Version sagt hier, das ist genau der Platz, den ich haben will. Und den Platz, den hast du auch, wie gesagt, 31 Meter, ne, 3 Meter und 10 Radstand. Das sorgt natürlich dafür, dass ich hier ordentlich sitzen kann mit richtig viel Beinfreiheit, Vergleich zum kleineren Bruder X5. Also erstmal sitze ich hier hinten 2 Zentimeter höher, ne? Vorne sitzt du 1 Zentimeter höher, aber hier, ne? Beinfreiheit 9 Zentimeter mehr, musst du mir über 9 Zentimeter, ne? Hätten sie nur noch besser machen können, ist noch 1 Zentimeter und du zweistellig geworden wärst. Und hinten, da will ich mich auch gleich nochmal reinsetzen, da hast du 2 Zentimeter in der Tiefe mehr zum Knie, ne? Genauso willst du es haben. Was willst du noch haben hier hinten? Du willst natürlich unterhalten werden und dazu hast du hier dein Entertainment-System. Kannst du alles machen, was du haben willst. Du hast natürlich Full HD, du hast HDMI-Anschlüsse, du hast USB-Anschlüsse, Bluetooth, also das alles auszuholen, was da alles drin ist, brauchen wir gar nicht. Wem das alles zu viel ist, der kann seinen Blick nach oben richten und sieht ein riesiges Panoramadach, das kommt sogar inklusive. Und das ist dreigeteilt, dass wirklich jede Sitzreihe quasi den eigenen Himmel hat. Und Himmel ist auch das Stichwort. Hier oben sind 15.000, da muss man über das Dach denken, 15.000 LEDs eingebracht und man kann hier so einen Sternenhimmel suggerieren. Und ich sag mal, wenn der Business-Onkel seine Sekretärin mit hat, kann er sich unterm Nachthimmel vielleicht doch ein wenig verführen. Ist nicht unsere Aufgabe, auch nicht unser Thema, aber mal als kleiner Tipp. Jetzt wollen wir einmal bitte nach hinten reinrutschen. Alles funktioniert elektrisch und ich kann hier einfach mal, so groß ist das Auto, durchjagen hinten auf die dritte Sitzreihe. So, guck mal, wie herrschaftlich man sich hier so flezen kann. Ne? Wir sprachen gerade noch über den Business-Onkel mit seiner Sekretärin. Spaß beiseite, 14,5 cm kannst du die vorderen Sitze bzw. zweite Sitzreihe nach vorne und hinten verschieben, um entweder Beinfreiheit zu bekommen in der zweiten oder dritten Sitzreihe. Dritte Sitzreihe, auch nochmal ein kleines Stichwort für die zweite Sitzreihe, etwas verwirrend. Man kann hier vorne nicht nur 2 Einzelsitze haben, die dann fast identisch sind zu den ersten Sitzreihen-Sitzen. Aber ihr wisst, was ich meine. Sondern man kann hier auch eine durchgehende Sitzbank haben, das heißt 3 Sitzplätze. Hinten, wie gesagt, sitzt man überraschend gut. Man hat ja auch 2 Zentimeter nochmal zum X5 gewonnen. Was ist hinten noch spannend? Eigentlich nur der Blick auf die zweite Sitzreihe, wo du unbedingt hin willst. So, und endlich habe ich es auch bis nach vorne geschafft und dann sitze ich nur auf dem Beifahrersitz. Das mache ich natürlich nur für euch, damit man hier sieht, was drin los ist. Wer sich jetzt schon beschwert, aber man sieht ja gar nicht so viel, das ist natürlich, weil wir uns auch in Kameraperspektive überlegen müssen. Aber es gibt natürlich herrliche Schnittbilder, die wir jetzt schon mal sehen. Und alles im Innenraum bekommt ihr auch zu sehen. Jetzt wollen wir uns unterhalten, was sehen wir denn überhaupt hier? Wir haben natürlich alles vom feinsten Leder hier ausgestattet. Für mich jetzt erstmal, das muss ich vorwegnehmen, Entschuldigung, eine herrliche Einrichtung hier, der Cupholder. Normalerweise total langweilig, aber
wenn ich den hier mal aufschiebe, ne, dann sieht man hier zwei kleine Köpfchen, ne, und da ist ein Schneeflockchen-Symbol drauf und ein Heizstrahl-Symbol. Das heißt, du kannst deine Kaffeebecher entweder warm machen oder dein Wasser extrem kalt. Ne. Das finde ich eine extrem sexy Lösung. Jetzt aber mal zu den etwas wichtigeren Sachen. Wir haben hier vorne natürlich das große Infotainment-System von BMW drin. Das kann eigentlich alles und noch viel mehr. Was am interessantesten eigentlich hier ist von Entertainment, ist das Klangsystem, was hier drin ist. Boas und Wilkins hat hier genau 20 sogar Boxen eingebastelt. Das heißt, ich sitze gerade auf einem Subwoofer, Fahrer würde auch auf einem Subwoofer sitzen und so weiter und so fort. So gibt es das in der Tat nur bei BMW. Und wir haben Möglichkeiten, 3D-Klang einzubauen. Wir können halt wirklich das Gefühl klangtechnisch uns geben, als wären wir in einem Konzertsaal. Wir können das machen, als wären wir im Kino. Das heißt, hier hinten wollen die Leute einen Film gucken und haben das Gefühl, ich sitze im Kino. Oder man kann zum Beispiel sogar, dann kommt hier auf dem Bildschirm ein kleines Mikrofon, dann habe ich das Gefühl, der ganze Klang steht vor mir und ich wäre in einem Konzertsaal. Beziehungsweise, ja, eher so auf einem Bühnenkonzert, nicht so wie ich eben sagte, in einem herrlichen klassischen Konzert, sowas wie die Elbphilharmonie. Das ist also wirklich toll gemacht. Was haben wir noch? Wir haben eine 4-Klimazonen-Automatik. Hier, kannst du mal hören, ne? Achtung. Verkehrsservice mit minutengenauer Stauzeitmessung. A3 Frankfurt Richtung Nürnberg. Ist für uns jetzt aber uninteressant. Wo war ich gerade? Klimaautomatik. 4 Zonen haben wir. Wenn du die dritte Sitzreihe, wo wir eben noch drauf saßen, hast, dann hast du sogar eine 5-Zonen-Klimaautomatik. Das heißt hier vorne, da hinten und dann nochmal komplett da hinten eine Zone. Was haben wir noch? Wir haben hier auch mal den Blick auf den Dachhimmel, den wir vorhin schon ansprachen. Ein riesiges Panoramadach. Hier ist halt der dritte Teil, Mitte der mittlere Teil und ganz hinten, wie gesagt, dreigeteilt. Und jetzt machen wir mal einen Anschnitt. So, und das wollte ich hier auch noch mal zeigen, beeindruckt mich so ein bisschen. Und zwar bei den ganzen Assistenzsystemen haben wir natürlich auch noch Kameras ohne Ende hierbei. Und da, wenn ich da mal draufklicke, dann haben wir hier eine famose 3D-Ansicht. Und guck mal hier, wir sehen das Auto und dann kannst du hier so einen kleinen Kreis machst, kannst du das bewegen. Ne? Und witzigerweise wirst du auch immer die Wagenfarbe sehen, die du wirklich bei dem Auto hast. Und dann hat BMW auch noch mitgedacht und gesagt, guck mal, es gibt doch so viele Leute, die dieses Spielchen spielen. Zack, und schon hast du reingeguckt. Ne? Und dann kannst du einen schnell mal ein, zwei verpassen. Ne? Also die haben da wirklich mitgedacht. So, hier in der Mittelkonsole sehen wir natürlich schön, was genau unterschiedliche Fahrmodi, auch Adaptive steht da. Das bedeutet nämlich, dass wir hier adaptives Fahrwerk drin haben. Es gibt da unzählig viele Möglichkeiten, die man das haben kann. Ich muss mal kurz das iPad hier vornehmen, denn auch ich kann mir nicht alles merken. Also du hast das X-Offroad-Paket, du hast M-Sport-Differential, 4 Offroad-Modi, wie man sie kennt, Sand, Snow, Gravel, Rocks, 2 Achsenfederung, ganz wichtig. Und die kann man hier sogar in verschiedenen Stufen regeln. Ne? Das alles kommt dann, wie gesagt, in Kombination adaptives Fahrwerk, elektrische Rollenstabi, integrale Lenkung, M-Sport-Differential, natürlich nicht alles genau in so einem dicken Paket, sondern du kannst dir das bunt zusammenstellen. Wo wir bei bunt sind, das sehen wir hier vorne auch das kleine Licht. Auch in diesem Ambient-Modus gibt es halt Licht, Duft, alles so, wie du es haben willst, unterschiedliche Farben, genau wie du es brauchst. Man fragt sich, was stehen wir denn hier? Und man sieht den ganzen Kladderadatsch da hinten. Das kommt, weil man uns einfach vom Set weggeschmissen hat, beziehungsweise in Persona, ne, damit du es einfach mal weißt, Andy Huber, ne? Der hat den Frevel begangen. Warum? Weil der Mann mit mir zusammen hier ist, um den Printartikel zu diesem herrlichen Kraftfahrzeug X7 zu verfassen, damit ihr auch schön was zu lesen habt, wenn der Film von mir zu Ende ist. Dann könnt ihr mal nachlesen, hat der dicke Diener auch alles richtig erzählt. Deswegen müssen wir jetzt von hier aus noch über das Thema sprechen, Motoren. Ja? Insgesamt wird es 4 Aggregate für den X7 geben. Das sind 2 Dieselmotoren und 2 Otto-trinkende Petrolheads, andersrum, Petrol-trinkende Ottos. Ihr wisst, was ich meine, Benziner. So, was gibt es da genau? Es gibt den X-Drive 30D. Ein 3 Liter rein 6-Zylinder Diesel, natürlich, man weiß es, der steht hinten dran und der hat 265 PS. Muss man mal überlegen, ob man so eine dicke Karre denn nicht ein bisschen mehr PS haben will. Willst du, kriegst du. Nämlich mit dem M50D. Genau, auch wieder ein 3 Liter rein 6-Zylinder und der hat dann aber auch schon 400 PS. Und dann kommen wir zu den Ottos. Da gibt es als kleines Aggregat, steht auch hier drauf, X-Drive 40i mit aber schon immerhin 340 PS. Und dann das Top-Aggregat. Ein 4 Liter V8, der X-Drive 50i mit sagenumschriebenen 465 PS.
willst du genauso haben, kriegst du aber nicht. Ne? Weil dieser Motor ist erstmal nur geplant für Nordamerika, China, Nahe Osten, hier so Emirate, Dubai, da willst du genau damit rumfahren. Aber man kann fast davon ausgehen, ja, dass dieses Aggregat auch mal rübergezogen wird auf dem Bollerwagen zum alten Kontinent. Und dann kriegst du ihn auch. Ne? März 2019 steht er beim Verkäufer und die kleinen Ariate, die werden schon im Dezember diesen Jahres zusammengefummelt. So, kommen wir zu der eingehend gestellten Frage. BMW sagt, wir setzen neue Maßstäbe in Präsenz, Luxus und Modernität. Haben Sie da zu viel abgebissen und können nicht runterschlucken? Ich würde sagen, nein. Funktioniert meines Erachtens alles sehr, sehr gut, obwohl man natürlich die letzte richtige Einschätzung erst treffen kann, wenn man in dem dicken Hobel drin sitzt oder mal ein bisschen dadurch gegengefahren ist. Für mich funktioniert das aber so hier, das, was ich sehe, erstmal sehr, sehr gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Was soll der Eimer hier kosten? Wir gehen davon aus, da offiziell die Preise noch nicht bekannt gegeben worden sind, von ungefähr 80.000, vielleicht 81, 82 oder auch 83, 84, 85, 86 und immer so weiter. Denn es kommt natürlich auch darauf an, was du da alles in das Auto reinpumpen willst, was du da irgendwie einen Lack haben willst und so weiter und so fort. Deswegen ist nach oben hin natürlich die Grenze, wie so oft, eigentlich offen. So, und ganz zum Schluss will ich noch mal eine Lanze brechen für die etwaigen Kollegen, die da vor der Kamera stehen und immer links und rechts einen runterkriegen von euch für, was ist das denn für eine Klamotte hier? Karierte Hose, langer Schal, irgendwie enge Röhrenjeans oder ganz schreckliche Klamotten. Ich kenne mich da nicht mit aus. Womit ich mich aber auskenne, ist mit Ton. Ne? Und deswegen habe ich zum Beispiel hier gerade keine Autobildjacke an, die ich im Studio eigentlich immer anziehe, weil, Achtung, wo jetzt sind wir hier, der hier. Das ist das, was der Tonmann bemängelte. Deswegen keine Autobildklamotte. Ne? Und dann muss man auch sagen, ist doch letztendlich, wo ist egal, was man anhat. Denn guck mal hier, ich habe sogar eine Jacke mit einem Loch an, hat auch funktioniert.